zu einem Video-Review auf ProIllusionist. Ich bin Markus Bender und habe mir für Sie Cupid von Pitt Hartling angeschaut. Was bei dem Karteneffekt, bei diesem mehrphasigen Karteneffekt, alles passiert, das schauen wir uns jetzt erst gemeinsam mal im Trailer an. Hello, I'm Pitt Hartling. Welcome to the DVD. Now imagine my surprise when, sometime in the mid-90s, I discovered that a joker in a deck of cards is not actually just a piece of cardboard, but in fact, Cupid, God of Love. Well, ever since then, this. The following that I try to show now is a little bit different than your usual card trick. Have you ever seen a romantic card trick before? No, that's very, very rare. Could you just imagine that this is not a deck of playing cards? Okay, so those are not cards, but those are in fact small, flat people. It's not the Joker in our little imagination story here, but this is in fact the god of love, Cupid. And they say that every card in a deck, and maybe also every person, has its perfect partner, okay? Its perfect mate, so the two that belong together. The important thing is that the deck of cards is really well and thoroughly shuffled, okay? So now usually a shuffle would be something like this, okay? The cards are mixed together like in a casino, for example, like, all like this, and then they're shuffled. But there is one special shuffle, and this is called the romantic shuffle. If you look at the cards, we have, if you can watch close, we have the 2, 7, and the jack, 7, 10, 5, so whatever order they happen to be in. And now those cards go inside of the card case. Okay. There, can you just say stop whenever you like? Stop. Right there? Yeah. Here we have a 9. Okay. A red 9. Nine of diamonds, okay? If you could just take this card and place it anywhere into the packet here, but face up. Okay, so reversed, yes, anywhere you like. And that spot. Exactly there. Mm-hmm. And now this is where Cupid enters the scene. Okay? You can shoot those little arrows, okay? It goes like this. First he flies across the scene. And then the important part, and you see one red 9. Oh, look, yes, he has exactly found the other red 9. Part again. Here. You put your card very, very early, so it's far down here, and yours as well, like this. And if this has worked, and then Cupid has cast his spell, then not only has one red 9 just found another red 9, but then this red ace should have found exactly the other red ace. I just noticed I put the cards, you see, I put them on top of Cupid, like this, the whole packet I placed there. This is something you must never do. Its influence is so strong that it becomes incredible, then it's unrealistic. Let's have a look. Maybe give it away here, then. Yes, see, now those two cards, they're also paired, the two red queens, and now those two cards have paired up, the two black sixes and the two black aces are now together, and all the cards have been shuffled. I did it again. I put the Cupid on top of the cards here. And oh my, those were in the box all the time. And Suzanne, you remember those cards were really mixed? The romantic, you remember that? Yeah, how could you forget? shall we have a look? Maybe it has happened even with those really shuffled and mixed cards. And I think yes. Also. Oh. The two threes and the kings and the fours and those kings and the red six and the twos and the sevens and the jacks and the tens and the fives and the jacks. Den deutschen Zuschauern, die schon länger dabei sind, die könnten den Effekt sogar schon kennen, und zwar unter dem Namen Amor.
Das Ganze wurde jetzt nochmal aufgegriffen und auch hier mit einem schönen Kartenspiel zusammen versehen und auch mit einer tollen Erklärung. Und das Ergebnis heißt Cupid. Die Erklärung ist zwar in englischer Sprache, aber das macht nichts, ist trotzdem leicht verständlich. Zusammen erhält man dann noch ein spezielles Phoenix-Kartenspiel und die Erklärung von Pitt auf der DVD. Auf die Präparation des Kartenspiels möchte ich jetzt nicht näher eingehen, weil ich sonst den Trick ja irgendwie verraten würde. Was ich aber zeigen möchte, sind die beiden tollen Joker, die mitgeliefert werden, die Cupids, also die Cupidos, die den Effekt so ein bisschen unterstützen. Natürlich könnte man das auch mit einem normalen Joker machen, mit dem Phoenix Joker vielleicht sogar ein bisschen besser als mit dem Bicycle Joker, aber ich finde diese gedruckten Joker von Christian, die sind wirklich toll und die passen auch super zu diesem Effekt. Was ich an Cupid sehr mag, der mehrphasige Effekt baut sich wirklich immer weiter auf. Das heißt, immer wenn die Zuschauer denken, der Effekt ist vorbei und sie freuen sich und haben einen tollen Effekt erlebt, haben sie die Möglichkeit, als Vorführer nochmal einen draufzusetzen und nochmal so lange, bis keine Karten mehr da sind, mit denen man irgendwas machen kann. Der Effekt eignet sich meiner Meinung nach sehr schön für eine Parler-Situation oder auch eine formelle Close-Up-Show. Ist auch schön, wenn man für eine kleine Gruppe mal performt. Ich mache ihn nicht Table-Hopping, weil er mir dafür einfach zu lang ist, von der Vorführung her. Der Reset geht zwar schnell, trotzdem wäre es mir beim Table-Hopping zu lange. Man kann es vielleicht beim Table-Hopping bei speziellen Tischen einsetzen, wenn man sagt, der Effekt kommt so gut an, dass ich ihn da trotzdem spielen möchte. Aber es ist nichts für ein Programm an jedem Tisch. Pitt hat sich wieder sehr viel Mühe gegeben, eine tolle Routine daraus zu arbeiten, führt sie selber seit 20 Jahren auf der ganzen Welt vor, hat sie auch schon im Fernsehen gezeigt und das merkt man einfach, wenn man sich die Performance ansieht, mit welcher Liebe er das macht und mit welcher Souveränität. Aber das ist mir bei Pitt ja ohnehin gewohnt. Ich finde, der Effekt hat mein Close-Up-Repertoire auf jeden Fall bereichert. Ich führe ihn auch regelmäßig vor und freue mich, dass Pitt ihn jetzt hier für alle nochmal finally in der tollen Version released hat und kann daher allen nur empfehlen, die sich mit Karten beschäftigen, schaut euch Cupid von Pitt Hartling an und daher eine ganz klare Kaufempfehlung geben.